Hatte König Karl Gustav von nun doch eine Affäre? Ist er etwa doch fremdgegangen? König Karl Gustav von Schweden, 76, ist nicht nur Monarch, sondern auch Ehemann und Papa. Der Vater von drei Kindern ist nun schon fast 47 Jahre mit seiner Gattin, Königin Silvia, 79, verheiratet. Das schwedische Königshaus ist über die Jahre eigentlich ganz gut ohne allzu große Skandale ausgekommen, bis auf den einen, die vermeintliche Affäre von Carl Gustav in den 90er Jahren. Wie RTL berichtet, soll die Affäre um den schwedischen König und Camilla Henemark erneut aufgerollt werden. Im Jahr 2011 kamen erstmals Gerüchte um eine heimliche Liebschaft mit der Sängerin ans Licht, der König bestritt alles. In einer TV-Doku über den 76-Jährigen soll die Musikerin nun bald neue Details aus ihrer Zeit mit dem Royal auspacken und ihn damit schwer belasten. Die 58-Jährige soll Carl Gustav über einen Zeitraum von 2 Jahren recht intensiv gesehen haben, erwähnt sie in einem Auszug. Doch die Dokumentation ist nicht das Einzige, was den schwedischen Royals Kopfweh bereiten könnte. Angelehnt an The Crown soll es in Zukunft auch eine Serie übers schwedische Königshaus namens Monarchy geben. Wie Mail Online berichtet, soll Carl Gustav alles andere als begeistert von der Serie sein.